Hallo und herzlich willkommen in diesem Video oder auch in dieser Folge. Dieses Video ist ein besonderes Video, denn es ist nicht nur Bestandteil meines Online-Geburtsvorbereitungskurses, sondern wird auch für die normale Öffentlichkeit zugänglich sein auf YouTube. Weil sich dieses Thema extrem viele jetzt gewünscht haben und wenn man mal in diesen Inhaltskatalog meiner Online-Kurse reinschaut, sieht man, dass dieses Thema nicht dabei ist. Und dann kamen viele Nachfragen, können wir das Thema nicht nochmal aufgreifen, können wir nicht nochmal über die Atmung sprechen bei Geburt? Und das machen wir in diesem Video, denn es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was tatsächlich unterschätzt wird. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir gehen es nochmal ganz strukturiert an, was ist Atmung eigentlich und wie muss ich bei der Geburt atmen, um mein Kind gut mit Sauerstoff zu versorgen, mich gut mit Sauerstoff zu versorgen und vor allen Dingen meine Schmerzen und meine Anspannung ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Viel Spaß dabei! Grundsätzlich muss man sich überlegen, was ist Atmung eigentlich? Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird man ganz demütig, weil man tut es automatisch und man denkt überhaupt nicht drüber nach. Wenn ich jetzt schneller laufe und einen Berg hochlaufe, dann fange ich schneller an zu atmen. Und wenn ich abends im Bett liege, dann wird meine Atmung ganz ruhig. Wenn ich angespannt bin, dann fange ich an, kurz und flach zu atmen. Wenn ich entspannt bin, dann habe ich ganz tiefe Atemzüge. Wir haben quasi viele Trigger, die uns dazu zwingen zu atmen. Ein großer Trigger ist der CO2-Gehalt in unserem Blut. Wenn ich also lange die Luft anhalte oder unter Wasser bin, habe ich irgendwann den absoluten Drang aufzutauchen und zu atmen. Das liegt nicht daran, dass mein Sauerstoffgehalt, also der O2-Gehalt, so sehr sinkt in meinem Blut, sondern dieser CO2-Wert ansteigt. Das ist ja der Austausch, den wir die ganze Zeit über die Atmung machen. Wir geben CO2 ab und nehmen O2, also Sauerstoff, zu uns. Und diesen Austausch, den brauchen wir die ganze Zeit. CO2 hat zum Beispiel die Angewohnheit, unser Blut sauer zu machen, also den pH sauer zu machen. Und das ist das, was wir nicht gebrauchen können, für unser Gewebe nicht und auch für das Gewebe, für das Kind nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, auch unter Geburt gut zu atmen. Denn unter Schmerzen, das kennen wir alle, wenn wir uns irgendwo mal stoßen, dann fangen wir an, ganz flach zu atmen. Oder wenn wir aufgeregt sind, ganz flach zu atmen. So ein bisschen die Nackenmuskulatur und die Schultermuskulatur auch noch anzuspannen. Und schon kommen wir in so einen Anspannungszustand, wo wir flach atmen, wo wir irgendwann auch in so eine Hyperventilation kommen. Sprich, unser Körper wird auf einmal gesättigt durch diese flache Atmung, nehmen wir nicht genug Sauerstoff zu uns und dieser CO2-Gehalt in uns nimmt zu. Das heißt, uns wird schwummerig, wir kriegen Kreislaufprobleme. Und nicht nur die Mutter kriegt Kreislaufprobleme, sondern das Kind eben auch. Und deswegen ist Atmung unter Geburt ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil, dass es Kind gut geht, dass es Mutter gut geht. Und das Gesamtpaket führt dazu, dass man in der Geburtshilfe dann auch weniger Interventionen hat. Wenn es der Frau gut geht, wenn es dem Kind laut Herztönen gut geht, warum sollte dann das Geburtshilfeteam auch intervenieren? Es geht allen gut und man kommt besser mit diesem Anspannungs- und Schmerzsyndrom klar. Um sich klarzumachen, wie Atmung funktioniert, könnt ihr mal einfach euch eine Minute nehmen, die Augen zumachen und nun mal auf eure Atmung achten. Wie ihr atmet, welche Frequenz das hat. Atme ich jetzt 15 Mal in der Minute oder 30 Mal in der Minute? Da könnt ihr mal drauf achten und mal mitzählen, was bei euch so normal ist. Und ihr achtet auch mal drauf, was hebt sich bei euch? Ist es nur der Brustkorb, ist es der Bauch? Und das sollte man wirklich mal eine Minute lang tun. Das ist eine lange Minute, sage ich euch. Wenn man da wirklich mal rumsitzt und eine Minute nur die Augen zumacht, ohne einen Ton zu machen, das fällt mir besonders schwer. Dann wird man irgendwann wahnsinnig. Aber man kommt irgendwann nach 30 Sekunden auch in so einen Trance-Zustand. Und das ist ein Zustand, den ihr in der Geburt auch immer mal wieder aufsuchen könnt, wenn ihr es denn schafft. Denn es ist natürlich eine ganz krasse Ausnahmesituation, wo man sich auf diese Dinge, die wir jetzt besprechen, gar nicht so viel konzentrieren kann. Und deswegen ist es auch wichtig, und diese Geburtsvorbereitungskurse werden ja oft als Hechelkurse so ein bisschen abgetan und der Partner hat überhaupt keinen Bock drauf, weil er möchte ja nicht komische Hechelatmung mit seiner Frau machen, ist ja albern. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass der Partner auch versteht, wobei es der Atmung geht, weil irgendwann ist die Frau in einem Zustand, wo sie sich nicht mehr dieses Wissen, was wir jetzt gerade uns aneignen, nicht mehr abrufen können. Und dann ist der Partner wichtig zu sagen, hier, ich atme dir das vor, atme mir einfach nach. Und wenn ihr euch jetzt eine Minute lang mit eurer Atmung so ein bisschen auseinandergesetzt habt, dann merkt ihr auch, wo diese Luft hingeht. Die geht nämlich wirklich zu 80%, wenn man nicht darauf achtet, in den Brustkorb. Der hebt und senkt sich mit Ein- und Ausatmung. Und das ist in der Schwangerschaft und auch in der Geburt ganz wichtig. Eine gute Atmung, keine Frage. Aber versucht mal die Bauchatmung. Das klingt immer recht simpel. Bauchatmung, okay, ich atme einfach statt in den Brustkorb, atme ich einfach in den Bauch. Aber probiert es mal, das ist gar nicht so leicht. Am besten ist es wirklich, du legst eine Hand auf den Brustkorb und eine Hand auf den Bauch und erstmal atmest du ganz normal in den Brustkorb
und merkst, wie deine Hand sich hebt und senkt. Und nach so ein paar Sekunden sagst du dir mal, okay, jetzt muss die andere Hand sich mal heben und senken. Also eine Bauchatmung. Das ist gar nicht so leicht und das muss auf jeden Fall auch geübt werden. Und das, dafür ist die Schwangerschaft perfekt für, dass man einfach so eine Bauchatmung schon übt. Man hat dann irgendwann eine Kugel, kann schön seine Hand drauflegen. Das macht man so oder so als schwangere Frau automatisch. Und dann kann man wirklich mal versuchen, die Hand so ein bisschen wegzuatmen, dass man diese Bauchatmung einfach für sich übt. Es gibt ja, wie wir gelernt haben in dem Kurs, oder wie ihr, wenn ihr jetzt auf YouTube zuschaut, noch nicht gelernt habt, aber ihr könnt gerne mal bei dem Online-Kurs reingucken, verschiedene Geburtsphasen. Und in den verschiedenen Geburtsphasen gibt es auch verschiedene Atemtechniken, die helfen können. Das ist nie zu pauschalisieren, das ist immer ganz individuell, was der Frau gut tut. Aber wir kommen gleich mal drauf, was man so in den einzelnen Phasen gut machen kann, um da auch dieses Schmerzsyndrom so ein bisschen zu nehmen und vor allem die Anspannung zu nehmen. Wichtig in der Schwangerschaft und so in der ersten Phase der Geburt ist auf jeden Fall, eine gute, tiefe, rhythmische Atmung zu haben, dass man gar nicht erst in die Bredouille kommt, durch den Schmerz und durch die Aufregung jetzt so eine flache Atmung zu erlangen, sondern einfach ganz normal, rhythmisch, fast schon so eine Art Trancezustand einzunehmen und ganz ruhig zu atmen. Das Wichtige dabei ist auch, man sagt immer, die Ausatmung soll ungefähr das Doppelte bis Dreifache von der Einatmung sein. Ich sage immer, einatmen tut man fast automatisch. Wichtig ist, sich wirklich auf die Ausatmung zu konzentrieren, dass man die lange hält. Und dabei kann man auch tönen, also man kann auch dabei Geräusche machen. Das ist überhaupt nicht verwerflich, sondern ist eher so etwas, wo man in so eine Art Trancezustand dann übergehen kann. Wenn man zum Beispiel sich den Satz immer wieder vergegenwärtigt, lass los. Beim Einatmen denkt man sich oder sagt man laut, lass. Und dann los. Und viele sagen immer, ja, ihr müsst darauf achten, nur über die Nase einzuatmen, über den Mund auszuatmen. Macht, was euch gut tut. Ich zum Beispiel bin kein ganz schlechter Nasenatmer. Also ich kann nicht gut, nachts zum Beispiel auch nicht gut durch die Nase einatmen. Deswegen schnarche ich auch nicht so. Aber es gibt viele, die können das sehr gut. Meine Frau zum Beispiel kann nur Nasenatmung. Ich brauche immer den offenen Mund quasi beim Atmen. Also ich muss immer mit dem offenen Mund ein- und ausatmen. Das müsst ihr für euch finden. Also es ist kein Dogma, dass ihr sagt, okay, ich muss über die Nase einatmen und über den Mund aus, sondern ihr könnt das machen, wie es euch gefällt. Und dann kommen wir langsam in die Geburtsphasen, die verschiedenen und auch die Atemtechniken, die man dann anwenden kann. Und ich habe es eben schon erwähnt, es ist kein Dogma. Ihr müsst es nicht unbedingt jetzt in der Öffnungsperiode, ihr seid 3-4 cm, müsst ihr nicht unbedingt diese Atemtechnik A oder Atemtechnik B anwenden, sondern ihr macht die Technik, die euch gut tut. Und gerade in der Öffnungsperiode und auch der Übergangsphase, wir haben es in dem Kurs erklärt, da kommt eine Phase auf euch zu, zwischen der Öffnungsperiode und dann der Austreibung, wo es extrem heftig sein kann. Also da reagiert der weibliche Körper einfach nochmal ganz extrem auf diesen Übergang quasi von diesen Phasen. Und da kann es einem wirklich nicht gut gehen. Auch von den Schmerzen, auch von der Mentalität sagt ihr ganz oft an diesem Punkt, kann ich mehr, ich möchte nicht mehr, ich schaffe das auch nicht. Und an diesem Punkt ist die Atmung wirklich das A und O. Da müsst ihr einfach dranbleiben. Und jetzt gerade in der Phase, wo ihr sagt, okay, ich bin jetzt 8-9 cm, fast ist der Muttermund offen, gleich geht's Geburt, ich bin jetzt völlig fertig. Das war jetzt schon so ein langer Weg und jetzt kommt ja eigentlich noch der Hauptteil. Da muss ich jetzt wirklich den Partner auch mit ins Boot holen und sagen, okay, jetzt müssen wir zusammen atmen. Wenn das nicht sowieso die Hebamme oder das Geburtshilfeteam euch mit auf den Weg gibt, ist jetzt die Phase, wo ihr wirklich dranbleibt. In der Öffnungsperiode gibt es verschiedene Atemtechniken. Ich bin ein großer Fan von, und wir haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, von dieser tiefen Einatmung und langen Ausatmung und dass man da einfach immer wieder so ein Mantra sich im Kopf hat, ob das jetzt lass los ist oder ein Stöhnlaut oder oder ein Brummen, das ist ganz egal. Wirklich diese tiefe Einatmung. Und die Ausatmung. Natürlich, die Wehe kommt, das ist jetzt kein Knopfdruck, den man macht, Wehe ist da, sondern ihr merkt das wirklich, die Hebammen sprechen auch gern von Wellen, die Welle baut sich auf, sie hat ein Maximum und geht dann wieder. Und ihr müsst jetzt mal gucken, da gibt es auch Paradigmen und Dogmen, wo man sagt, ihr müsst gerade, wenn die Wehe kommt, müsst ihr tief einatmen und wenn die Wehe wieder geht, ausatmen. Das macht der Körper fast automatisch, werdet ihr merken, wie das Thema Stoßen, da können wir auch nicht gar nicht so toll auf unsere Atmung achten, sondern wir machen automatisch dieses Einatmen, dann tut aber weh, dieses Ausatmen, das ist also automatisch in euch drin. Ihr könnt das mal austesten, wie es euch besser tut. Wenn die Wehe kommt, bietet sie es einfach an, einzuatmen, dann hat man das Maximum und jetzt ist der Punkt, wo du nicht verspannst, weil viele machen dann, tut das weh, sondern dagegen und das ist super schwierig und das gehört einfach mega viel Disziplin zu, das wirklich jetzt durchzuziehen, zu sagen, ich atme jetzt lange aus, gegen die Wehe, gegen das Maximum und langsam lässt sie nach und dann
kann ich wieder meine normale Atmung übergehen. Das ist wichtig. Wehenpause nutzen, um Energie aufzuladen. So eine Geburt ist eine Art Marathon. Ihr müsst mit euren Energien haushalten. Und da geht es jetzt nicht darum, in der Wehenpause noch tolle Hechelatmung hinterherzulegen, sondern einfach ganz normal und ruhig weiteratmen. Ihr habt bei jedem Atemzug kommt massiv viel Sauerstoff in eure Lungen und die Lungen von euch und die Blutgefäße von euch sind mit eurem Kind verbunden. Und der Sauerstoff muss von der Luft in eure Gefäße über das Kind. Und da muss der Sauerstoff hin und das müsst ihr euch dann in der Pause auch immer sagen. Also normale, tiefe Atmung. Und dann kommt wieder die nächste Wehe und dann könnt ihr das wieder so machen. Dann kommt ihr irgendwann an diese Übergangsphase oder auch Austreibungsperiode und jetzt kommt diese Hechelatmung ins Spiel. Und bei so einer Hechelatmung denkt man immer an so einen Hund, so, dass man da mit raushängender Zunge irgendwie vor sich hinhechelt. Das ist gar nicht der Punkt, sondern man versucht mit den Lippen und mit dem Mund so einen Druck aufzubauen, um quasi seinen eigenen Körper ein Stück weit zu veräppeln. Ihr habt in eurem, unabhängig von eurem Atemzentrum, in eurem Körper viele Nervenfasern. Und eine Nervenfaser oder ein Nerv heißt der Nervus vagus. Und dieser Vagusnerv, der ist dafür da, alles ein bisschen zu verlangsamen, den Herzschlag zu verlangsamen, die Atmung zu verlangsamen. Der nimmt dann auch dadurch die Ängste so ein Stück weit. Und das ist etwas, was man zum Beispiel auch vor Prüfungen zum Beispiel macht. Wenn man mal so tief ein- und ausatmet, so ein bisschen zur Ruhe kommt, versucht man diesen Nervus vagus zu reizen, dass alles sich so ein bisschen settelt. Und diesen Nerv versucht man jetzt in der Geburt zum Beispiel auch wieder ein bisschen zu aktivieren und zu sagen, okay, alles ein bisschen ruhiger, soweit es eben möglich ist unter einer Geburt. Und diese Hechelatmung und dieses Valsalva-Manöver, was man dann macht, so hört sich das dann an, das kann man dazu nutzen, wirklich diesen Maximum an Wehenschmerz ein Stück weit zu nehmen, indem man seinen Nervus vagus und sich selbst ein bisschen verarscht, auf gut Deutsch. Und diese Hechelatmung ist halt extrem wichtig, gerade auch in der zweiten Hälfte der Geburt, wo man so in die Austreibungsphase reinkommt, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Maximum an Schmerz und dann atme ich wieder tief ein. Versucht das Maximum der Wehe so ein bisschen wegzuhecheln, wenn man das so nennen möchte. Und dann kommst du wieder in dieses Abebben der Wehe rein und dann ist wieder die Phase, wo du wieder das alles auflädst an Sauerstoff, was du gerade durch dieses kurze Hecheln auch verpufft hast. Also ganz wichtig, Wehenpause immer nutzen für normale Atmung. Das niemals vergessen. Unabhängig jetzt von der Sauerstoffversorgung ist die Atmung ein unglaublich mächtiges Tool, um in die Entspannung reinzukommen. Das unterschätzt man extrem, aber wir alle, die wir vielleicht schon mal angespannt waren vor Prüfungen, vor Vorstellungsgesprächen etc., vom Besuch bei der Schwiegermutter oder sowas, haben oder können diese Atmung anwenden, um entspannter zu werden. Das Problem ist, an so angespannten Situationen, wo man jetzt nicht per se Lebensängste oder solche Sachen hat, da ist man intuitiv angespannt. Ihr kennt das vielleicht selber, wenn man in so einer Situation ist, wo man angespannt ist, aber es nicht so richtig bewusst wird, merkt ihr vielleicht hier hinter den Ohren auch so eine Anspannung oder auch im Nacken oder im Kiefer. Das sind alles so Muskelkontraktionen, die unterbewusst auch stattfinden können, die man nur lösen kann, indem man sich dessen bewusst macht, dass man angespannt ist oder aber mit der Atmung arbeitet. Und ähnlich ist es auch mit der Gebärmutter oder auch dem Muttermund. Wenn die Gebärmutter und Muttermund verkrampft sind, der ganze Beckenboden schon ein Stück weit intuitiv verkrampft ist, dann kann man das nur lösen, indem man mit der Atmung in eine Entspannung reinkommt. Also ganz unabhängig jetzt von der Geburt, diese paar Stunden, ist es auch wichtig, vorher schon das zu üben, dass man dann auch so Entspannungstechniken anwenden kann. Für alle, die jetzt das YouTube-Video gucken, für die ist das Video gleich zu Ende. Für alle, die den Online-Kurs gebucht haben, könnt ihr auf www.richtigschwanger.de mal vorbeischauen. Da geht es jetzt noch weiter. Da mache ich mit euch noch zwei, drei Übungen vor, die ihr dann auch mal nachmachen solltet. Es ist wie mit so vielen Dingen im Leben: üben, üben, üben. Und deswegen mache ich euch die Übung gleich nochmal vor und ihr könnt sie so oft ihr wollt, je mehr, desto besser nachmachen, um einfach da ein Gefühl zu bekommen und auch der Partner ein Gefühl zu bekommen, was mache ich da eigentlich? Und euch wirklich auch immer vergegenwärtigen, was mache ich da eigentlich? Stellt euch wirklich die Luft vor, als wenn sie farbig wäre. Stellt euch die Luftwolke vor euch vor, als ob sie knallrot wäre. Und ihr saugt diese rote Luft ein und wo geht sie dann hin? In die Lungen, in die Gefäße, Nabelschnur, Kind, zack. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von den Leuten auf YouTube. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schaut gerne mal auf der Website vorbei, www.richtigschwanger.de. Ich habe diverse Online-Kurse, auch nur für Väter oder auch nur für Mütter oder das Kombipaket für beide angeboten. Einen Kinderwunschkurs gibt es. Da wird noch eine Hülle und Fülle kommen, von denen ich jetzt vielleicht noch gar nicht weiß. Der Rest bleibt jetzt noch dran, denn jetzt werden noch ein paar Übungen gemacht und noch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben. Bis dann, ihr, bei euch geht's weiter. So, ihr Lieben, wir üben jetzt noch ein paar Atemübungen.
einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Und wie gesagt, übt das bitte sehr, sehr oft. Das ist kein Hexenwerk, oh Gott, das ist nur Atmung. Ja, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Das ist nur Atmung, aber man muss halt so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen und sich selber zwingen, zum Beispiel bei der Ausatmung, das wirklich lange durchzuführen.